das war jetzt nicht so geplant, aber trotzdem schönen Abend. Irgendwie, da ist noch ein Stuhl frei, das gehört eigentlich dem Lars, der Stuhl, aber der Lars hat gerade das Video ausgemacht, deswegen kann er noch nicht. Kann einer deswegen mal die Kamera ein bisschen umstellen von den Herren Technikern? Heute klappt überhaupt. Ja, einen wunderschönen guten Abend auf jeden Fall. Wir sind heute wieder große Besetzung, hey, wie man sieht. Rühr dir. Die Kamera, die beiden Herren von letztes Mal wollen jetzt zwei Verkuss versingen, nachdem wir es ausgemacht haben. Der Herr nebenan ist ein Überraschungsgast, das kommt später. Überraschung? Wir sagen den Namen jetzt noch nicht. Wir sagen den Namen noch nicht, aber wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, jemanden aus Amerika einfliegen zu lassen. Zumindest Englisch kannst du schon was sagen. I don't know. No. Zumindest Überraschung aus Englisch. Surprise. Ah, gut. Aha, cool. Irgendwie, ja. Sind wir eigentlich bereit zum nächsten Video oder nehmen wir gleich erstmal den ersten Hörer in die Sendung oder was haben wir jetzt? Da wartet schon einer. Hörer. Da wartet schon einer. Wir nehmen einen Hörer in die Sendung. Hallo? Hey, hallo. Wir grüßen den Osten. Ja, Fred aus Marzahn ist hier. Ja, der aus dem Rudel. Was? Marzahn ruhelt richtig. Der aus dem Rosetten. Hey, du links, ich kenne dich noch. Du hast dein Lied über alte Weiber letztes Mal gesungen, oder? Hör ich mich da? Wo ist denn links? Ja, links ist da, glaube ich, ne? Ja, genau. Okay. Ja, alte Weiber. Kannst du das nochmal singen? Von wegen, hab meinen Wagen voll geladen, voll mit alten Weibern? Ja, genau. Ja. Hey, muss mich noch ein bisschen warm spielen. Echte Zugabe, bitte. Ja, das möchte ich gerne nochmal hören nachher. Was hältst du denn von unserer heutigen Studiodekoration? Ist lustig, ist mal was Neues. Ne, das finden wir auch irgendwie. Ach ja, was, Thema. Wie ihr euch jetzt, ja, wir verraten nachher, wie sich der Damen und Herren beteiligen können an der Sendung. Aber das kommt also später. Kann ich jetzt noch frei sprechen, ja? Du kannst noch frei sprechen. Aber das finde ich ja wunderbar, also dann möchte ich erstmal loslassen, dass man Saddam Hussein mal mächtig auf die Mütze hauen sollte. Ja, wissen wir, ich glaube, das hatten wir letztes Mal schon, ne, die Diskussion nicht, nein. Gut, heute ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Das verraten wir nach dem nächsten Video. Gut, dann wollte ich mal, kann ich ganz kurz eine kleine Werbung für meine Firma machen? Nee, darfst du nicht, hier ist Werbung nicht erlaubt. Darf ich wenigstens sagen, wie sie heißt? Nein. Nö. Das war echt gemein. Wir machen die jetzt besser aus, bevor wir... Wir können nicht, sonst werden wir abgeschaltet. Tut uns leid. Wir spielen jetzt das nächste Video, wenn Lars das Video wiedergefunden hat, was da gerade rausgeworfen wird. Hilft ja der Ode, war ich extra drum. 5, 9, 10, 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
aus Schweden, du. Das waren jetzt 15 Times of Pain. Can't Change Me, das wollte ich vorhin noch sagen, aber hier wird man immer so schnell rausgeschmolzen. Die haben jetzt eine neue Platte raus und wolltest du auch noch sagen. Stimmt. Ja, ist End of the Millennium. Bangkok am feinsten, habe ich gehört. Soll auf Platte sind immer gehört, geil. Ich habe gehört, Platte die Platte sei sehr gut, aber ich weiß Fall. Nicht so richtig. Ist nicht so mein Ding. Aber live, naja. Lars, da hättest du jetzt aber tiefer rutschen müssen, außerdem bist du nicht zu sehen. Oder egal. Doch? Also da vorne sitzt Lars. Der da. Das ist Lars. Der macht eigentlich die Sendung hier. Und wir haben schon wieder einen Hörer, der will was zu dieser Sendung sagen. Hallo, und? Hörer. Hallo, Hörer. Hi. Ich wollte erst mal sagen, irgendwie finde ich es ein bisschen gemein von euch, dass ihr Fredder da gerade rausgeschmissen habt. Wir können keine Werbung hier machen, okay? Das dürfen wir ja, nicht. Aber das ist ein Kumpel von mir. Wir haben uns öfter mal so im Rosettenheck getroffen. Was hast du gesagt? Er ist ein Kumpel von mir. Und wir haben uns schon öfter mal so im Rosettenheck getroffen und so. Wir warten immer noch auf die Frau, die anruft und sagt, dass es den Laden wirklich gibt. Vorher glauben wir das nicht. Wieso? Was ist am Kuhdamm da? Warte noch wieder, oder was? Ja, ey, Stuart hat mal letztes Jahr schon verschwunden. Lass dich doch mal was heute aus. Aber eine Frage, wie ist das Thema heute? Raus, also, Thema der Sendung. Jetzt lass uns mal ruhig. Ganz kurz immer zusammen singen und ihr trennt reden. Genau. Zusammen singen. Wir singen jetzt erstmal ein Lied. Du bist ruhig. Nee, ich muss jetzt meine Gitarre stimmen. Okay, das Thema der Sendung ist heute Basketball. Weil wir haben Michael Jordan höchstpersönlich. Yo! What's up, Warzone? Michael Jordan. Hab ich vergessen. Hi! Fuck, aber kann ich mal Englisch. Wo ist dieser billige Schauspieler her? Der sieht nicht mal aus wie Michael Jordan. Ich bin nicht bei Quatsch, nicht mal so. Das ist ein Schauspieler. Nee, geht nicht. Wir haben sie im Original dafür. Also. Okay, Michael, dein Kommentar zum Chicago Bulls. Vielleicht sollten wir mal so ein bisschen... Ach, Chicago Bulls ist so gut. Ich verloren und bin nacheinander. Allerdings. Es tut mir leid, aber ich habe nichts dafür. Wenn du nicht mehr dabei bist. Das ist ziemlich scheiße. Tja, naja, was soll ich machen? Ich meine, also. Ja, hier, das hat uns schon gekostet, also das ist ja schon wert. Ich wollte jetzt in Berlin. Hier ist deine Gage, du kannst gleich alle mitnehmen. Boah. Thema der Basketball. Michael Jordan, ihr dürft alles fragen. Zweites Thema ist unsere Studiodekoration. Das verraten wir nachher noch. Ihr könnt auch Bilder einschicken, wie bei Bravo TV oder Viva oder was auch immer. Sonst wir wollen jetzt Bilder. Und ihr dürft jetzt was sagen zur Studiodekoration oder Basketball, okay? Und genau. Wenn du nichts dazu sagst, dann hallo? Ja, hallo? Ja. Hallo? Bin ich hier bei Mosch TV? Ja. Ja. Ich bin der Jotthold. Das bist du? Totholz? Ja, der Jotthold. Gotthold. Ja, Totholz. Gotthold. Fragen, wie groß ist eigentlich da Michael Jordan hier? Oder wieder? 1,95. Stimme auf. Was? 1,95 zur Zeit. Stimme auf, genau. Oh. Hey, seht ihr, er holt Schlüssel aus dem Bild. Du bist auch groß, ja, wo du weißt, dass er groß okay, er ist groß. Auch 1,95, oder? Was? Ich bin auch 1,95, ja. Verstehe. Was? Verstehst du nicht? Wieso nicht? Das sieht so klein aus. Ja, dann macht der Fernsehen. Tut mir optische Täuschung. Ey, wir sind alle nur 1,55 Meter groß und er ist offensichtlich wesentlich größer. Hm? Wir sind alle nur 1,55 Meter groß. Also ist das also, hier der Riese und die 7,2 oder was? Was mit Polizei? Ist das der Riese und die 7,2 oder was? Ja, genau. Ja. So, gut, okay. Noch eine Frage. Ja? Wie ist denn das, wann gibt es denn 3 Punkte für so einen Wurf da? Gibt es 3 Punkte für einen Hof? Naja, wenn, wenn du von der 3-Punkt-Linie wirfst, wahrscheinlich, oder? Nee, von der 3-Punkt-Linie musst du überwachen. Unser Michael Jordan, kannst du gleich mal deinen Fernseher... Hey, komm, wir haben hier keinen IQ-Test ausgemacht, genau. Okay? Wir müssen, nein, wir spielen noch nicht das nächste Video. Wir nehmen erst noch einen Anrufer, oder singen wir jetzt erst was? Ach, wir okay, wir nehmen noch einen Anrufer. Als ob dich das hallo, Anrufer. Hat. Nicht schlecht. Wir lachen uns gleich die Haare ab, du Idiot. Wer kann das länger als dieser junge Mann? Dafür gibt's eine Autogrammkarte. Hallo? 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 Guten Abend. Thema heute was? Ich. Was? Du? Ich bin das Thema. Ja, wirklich. Hallo, hey. Was machst du da? Hey, ist Gameboy. Kannst du jetzt bitte was zum Thema sagen? Du schmeißt mich raus und spielst. Nee, ohne Scheiß jetzt. Was ist das Thema? Basketball. Ich immer noch. Basketball. Also, okay, Thema du? Motherfucking Michael Jordan. Hier ist er. Ach so, okay, Basketball, ja? Basketball, ist gut, Basketball. Ja, okay. Tolle Meinung, danke. Mein Gott. Leute, ihr müsst ein bisschen kreativer sein. Bist du kreativer? Ja, ich denke schon. Okay. Na dann. Wie ich bin du? Heiko. Was? Hallo, ich bin Heiko. Heiko. Wer seid ihr denn alles? Ich kenne euren Namen noch nicht. Wer sind wir? Wer Thorsten. Bist du? Michael Jordan. Michael. Hey, Michael Jordan, ich bin Fan von dir. Ja, ich auch. Ey, du bist cool. Ja, ab und zu schon. Was war euer Thema heute? Was? Euer Thema heute? Basketball. Weißt du, vielleicht habe ich gerade jetzt eingeschaltet. Okay, habt ihr die Sendung eigentlich eingeschaltet oder ruft ihr nur irgendwo an? Leute, ja, also ich sehe euch. Ihr sitzt da gerade und habt eine britische Flagge im Hintergrund, welche sich als Dekoration als äußerst
interessant ersehe. Ah, okay. du darfst auch ein Bild einsenden und das hängen wir dann auf. Ich sende ein Bild ein. Nehmen wir dann mit so Autogrammkarten, wie Michael sie bekommen hat für seinen Besuch hier. Oh, kriege ich so eine Autogrammkarte? Nee, die hat jetzt alle Michael Jordan gekriegt. Tja, tut mir leid, aber ich weiß noch nicht, warum ich alle gekriegt habe, aber ich nehme trotzdem gerne alle. Ist egal, wir sind hier nicht losgeworden. Glaub's einfach. Zum Basketball, da hätte ich mal eine Frage. Ja? Was ist denn ein Personal Foul? Das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, aber ich weiß immer noch nicht, was ist. Ein persönliches Foul, ist doch klar. Ja, wenn du den zum Beispiel absichtlich schubsen tust. Also wenn ich... Spieler. Ja, Michael lebt ja immer zur Volkshochschule. Den Satz bauen, ein bisschen dramatisch. Hallo? Könnt ihr mir das mal ganz kurz vorspielen, wie das zum Beispiel aussehen würde, so ein Foul? Ey, dafür wurde ich aber nicht bezahlt. Also... das war doch schon was. Also, dann, was würde dann passieren? Tritt in den Arsch kriegen, der Spieler, der gefoult hat, und rausfliegen? Ja. Ja, der kriegt 2 Freiwürfe und außerdem 10.000 Dollar von ihm und die NBA kriegt auch 10.000 Dollar. So, und boah, ich will auch 10.000 Dollar, was muss ich dazu machen? Gefault werden. Eine Gitarre mitbringen und herkommen. Und gefault werden. Okay, gemacht. Ich komme bei euch vorbei. Kann ich bei euch Gast in der Sendung sein? Was? Kann man bei euch Gast in der Sendung sein? Ja, theoretisch schon. Kommt darauf an, wie heißt du? Ich heiße immer noch Heiko. Heiko ist kein NBA-Spieler. Nee, Heiko, es gesagt mir ein NBA-Spieler, der Heiko heißt. Gut, dann bin ich Dennis Rodman. Okay. Kommst. Ja, kann ich mal noch eine andere Frage. Wie kriegt man auf dem offenen Kanal eine Sendererlaubnis? Was? Der fragt das technische Frage, wie die heißt. Oh. Hast du tschüss. Jetzt. Seit wir gut sind, haben wir eine Sendererlaubnis. Hallo? Der hört uns nicht so. Du musst so machen. Hallo? Ja, hallo? Hier ist der Weltraumpeter. Ja? Nein, nicht schon wieder. Wir spielen das nächste Video, nicht Weltraumpeter. Nein, ich spiele das nächste Video ab. Das sind jetzt Zebrahead. Zebrahead kommen aus Orange County, machen Punkrock mit... Mit Crossover, sind total cool. Platte heißt Waste of Mind. Die Single ist gerade rausgekommen, die Platte ist, glaube ich, länger schon raus und das ist geil. Lars, na? Hau rein. Aha, das glaube ich aber nicht. Hier bin ich privat telefoniert. Tschüss. Mann, man sollte nicht raus und rauchen. Hallo und herzlich willkommen zur fastnachtlichen Fasching. Er ist noch besoffen und deswegen kann er das nicht mehr sagen. Ja. Irgendwie. Wir wollen uns, weil ja gestern Rosenmontag war, wollen wir jetzt ein Lied singen zusammen. Ach so? Oh. Kreuzberger Nächte. Rettung haben wir Sven, den können wir mal mitsingen lassen. Sven, du singst jetzt mit. Okay. Ja, klar. Kennst du Kreuzberger Nächte? Robert, wir singen mit Strophe oder mit Refrain? Ich kenne nicht Strophe nicht. Okay, dann singen wir aus dem Refrain. 3, 4. Kreuzberger Nächte sind lang. Kreuzberger Nächte sind lang. Erst fangt er ganz langsam an. Aber dann. Sven, wie ist weiter? Ja, keine Ahnung, irgendwie so. Ich kenne das nicht so ganz auswendig. Das ist echt scheiße, wenn man nicht aus Berlin kommt, finde ich. Gut, aber er hat einen guten Kommentar zu Basketball. Also, ja, ich komme aus Berlin. Ja, also ich wollte eigentlich immer so, also eigentlich finde ich Fußball so ein bisschen besser, wenn sie härter finden, aber Basketball wollte ich mal eine Frage so loswerden. Wie ist denn das eigentlich irgendwie mit dem Zeitlimit da? Ich verstehe das nicht so ganz. Mit welchem Zeitlimit? Ja, die spielen doch mal nach bestimmten Zeiten, dann ist es doch genau zu Ende dann, oder? Nach 30 Sekunden muss ein Angriff abgeschlossen sein. Sommersaison und Wintersaison. Nee, ich meine jetzt immer so Angriff, da ist doch immer so eine Zeit. 30 Sekunden, dann muss der Angriff abgeschlossen sein. Nach wie viel Sekunden? 30. Und es gibt 4 Viertel, 12 Minuten. Ah ja. Okay. Und dann muss ich noch ein Gruß loswerden. Ja? Keine Grüße heute. Danke. Tut mir leid. Hallo? Der hört dich nicht. Doch, der hört mich über Fernseher. Nein. Doch. Hallo. Hallo. Hier ist Pascal. Hallo Pascal. Ja. Ich wollte mal fragen, sag mal, spielt ihr eigentlich alle auch selbst Basketball? Ja, natürlich. Wir sind ein Basketball-Team. Nee, du spielst jetzt Golf. Wir sind Alba zweite Mannschaft. Hättest du vielleicht Lust auf ein Match oder so? Ja. Gegen? Also so per Fernsehen, so visuell. Per Fernsehen. Okay. Hast du eine Kamera? Genau, das ist schon mal ganz gut für den Anfang. Korb gemacht. Wir führen 2-0. Der erste 3 Punkte, Wurf, eindeutig. Ich habe noch eine Frage zum Thema. Das geht schnell, oder? Ja. Wenn ich jetzt... Das war das. Das war jetzt ein Foul. Was? Ja, das war kein Foul. Der hat zu mir gefahren. Allerdings. So. Ja, du musst jetzt so... Genau. Hallo? So. Hallo? Hallo. Hier ist der Nico. Ich grüße meine Tante Helga und Mario. Aha. Da freut sich deine Tante bestimmt. Kannten wir den? Wir sind nicht schlecht. Keine Ahnung. Das war Nico. War richtig, Nico. War das Nico. Ich dachte, wir wollen nicht so viel. Ja. Hallo, ich bin Wolfgang. Hallo Wolfgang. Ja, ich wollte mal sagen, die Kameraposition ist ein bisschen schlecht. Ja, das wissen wir. Das können wir aber nicht ändern, weil wir sind so viele Leute. Weil wir inkompetent sind. Ist zu hell eingestellt, würde ich
mein. Wieso, was würdest du sagen? Ja, jetzt so ist richtig. Zu hell? Aber ja, warte mal, jetzt ist Thorsten nicht zu sehen, das ist schon scheiße. Aber jetzt wieder. Ja. Nach rechts. Hauptsache die Gitarre ist drin. Ja, Basketball kennt mich aus und so, wa? Echt? Ey, cool, ey. Erzähl mal. Ja. Ich bin auch nicht so lange mit dabei, deswegen ist das Thema uninteressant. Also haut drin, wa? Du bist mal ein ziemlicher Langeweiler. Okay, ich grüße alle. Das ist das nächste Lied. Ja, nicht? Noch mehr Crossover. Aus dem Ruhrgebiet, aus dem Wattenscheid. Aus meinst Wattenscheid. Du die jetzt da? Ja, genau. Ja! Das heißt Außenbord-Moto. Und die Band heißt Kassierer. Oh, ich wollte bei der Ansage auf den Tisch kacken. Oh, komm, jetzt hier. Auf den Tisch, Schluss. Für uns, einmal. Die Kassierer, Außenbord-Moto von der Platte, der Heilige Geist greift an. Und Gruß an meinen Sozialarbeiter. Mein auch. Sozial. Es könnte eigentlich anfangen, aber das so ist die Arbeit. Meine Welt. Neulich fragt mich so ein Student, ob jemand den Weg nach Wattenscheid kennt. Ich stehe überhaupt nicht auf dumme Fragen und werde ihn zu meinem Wagen. Ich sagte, da drin heißt Wattenscheid. Du hältst dich wohl für sehr gescheit. Im Kofferraum war mein Außenbord da drin. Der riecht so richtig schön nach Whisky. Ich häng mich dran und ich halt ihn an, den Hampelmann. Ich hab ihn gefahren, doch er nahm mich nicht ernst. Ich sagte zu ihm, damit du's lernst. Ich hab den Außenborder angekurbelt, er wollte noch frei, doch er hat nur gesagt. Mit dem Außenbordmotor. Von der Heilige Geist greift an. Wow, hier kennt sich ja jemand aus. Auf jeden Fall. Ja, wir wollen nochmal auf die Studiodekoration zurückkommen. Muss ich unbedingt loswerden. Die ist cool, das wissen wir. Cooler als die beim letzten Mal. Ich weiß, wir sind von 1000 Leuten angesprochen worden, warum wir das Ding da hingestellt worden. Scheißegal. Jetzt haben wir die englische Fahne, nächstes Mal die amerikanische, wenn ihr nicht was einschickt. Aber der nette Herr in der Ecke hing war auch ganz nett. Stimmt, da hing er in der Ecke. Der Dicke.
Gut, egal. Wenn ihr Bilder habt, Zeichnungen von, keine Ahnung, von Tieren oder von eurer Mama oder was kann man sonst sagen? Eure Lieblingsband. Zeichnet eure Lieblingsband. Oder von eurer Mama Dichte. Mit Tieren. Von eurer Mama mit eurem Papa. Ne, sowas dürfen wir nicht aufhängen, oder? Große Buchstaben. Genau, jedenfalls. Schickt ihr das ein an offenen Kanal Berlin. Lars, guck mich nicht so strafend an. Offenen Kanal Berlin. Zu Händen Mosch TV, ich glaube, so heißt die Sendung. Wie heißt die Mosch TV, ja? Mosch TV. Wosch TV. Wosch TV. Mosch TV. Wosch TV. Volta Straße 5. Ja. Volta wird mit V geschrieben, wie der Volt oder das Volt. Vogel V. Genau, nicht wie Wärmflasche oder wie Wosch TV halt. In 13355 Berlin. Ja, jetzt haben wir da schon wieder einen Anrufer. Ja, Björn. Das ist Björn. Ja, hallo. Hallo Björn. Das ist der Basketbjörn. Was schickst du uns für eine Zeichnung? Wie bitte? Was für eine Zeichnung du uns schickst? Zeichnung? Du solltest was schicken. Was Mama, was Zeichnung? Genau, weil du meinst deine Mama oder deine Lieblingsband. Ja, unser Teamlogo, weil ich spiele im Verein Basketball. In welchem Verein? Das ist schon mal nicht schlecht. Selbst gegründet. Aber mit Trainer. Also ist schon sehr geil. Ja, aber was nicht so geil war, das Video-Ende war wohl überschäbig, oder? Kassierer? Ja, ey, nichts gegen die Kassierer, ja? Ey, es geht noch schlimmer. Scheiße. Ey, ich finde die nicht so doll. Aber wie geht's bei euch? Das Video des Monats und es wird schlimmer. Ganz garantieren. Echt? Das habe ich noch nicht gesehen, aber ich gehe da mal raus. Aber die Band ist cooler. Lars, hörst du mal auf zu spielen? Ey, Mann, ey. Ist alles verschwommen. Ey, ist der Mann aber nicht. Was machst du denn da gerade? Scheiß Computertechnik. Lars hat heute keine Lust und setzt sich deswegen zu. Ja, sag doch mal was zum Thema. Ja, Thema war Basketball, richtig? Ja. Richtig. Ja, was soll ich dazu sagen? Also. Ihr spielt alle Vereine, wie ich gehört habe? Ja, auf jeden Fall. Und auch Profis so, oder? Ja, wir leben davon. Wer ist denn der Beste von euch? Na, ich, ja, weißt du doch. Mit der Gitarre? Sieh mal mit der Gitarre in den Kopf, oder was? Ja, ja, der kann die besten persönlichen Vs. Ja. Achso, wollte schon sagen, weil von der Größe her haut ja nicht so hin, oder? Doch. Hey, der ist 1,95 Meter groß. 1,95, der Berg. Stimme aber auf Thorsten. Okay, er ist 1,93 Meter groß. Meint der jetzt die Gitarre oder den Typen? Mit der Gitarre. Nee, mit Gitarre ist er 2,5 Meter. Ja, das ist übrigens ein Epiphone. Ja. Das war jetzt Werbung, das wirst du rein hier rausgefressen. Aber keine Marzahn. Es gibt außerdem noch Gitarren von. Keine Ahnung. Ist egal. Egal, es gibt noch andere Gitarren. Wenn du wolltest was sagen zum Thema, oder? Unwichtig. Genau. Komplett. Der Epiphone muss sagen, Eugen. Er hat aufgelegt, scheiße. Tschüss, Björn. Tschüss. Hallo? Nein, das musst du so machen. Man, der ist nicht mal für Technik zu. Hallo. Ja, guck an, wegen die Medizin. Hier gibt's aber keine Medizin. Natürlich. Wegen die Truppis da. Ist das nicht die Medizin? Eulen, leg mal sofort auf jetzt. Nee, ey, bring mal den Amp am Donnerstag mit. Wir machen jetzt hier keine Privatgespräche. Nee, wo bist du überhaupt? Wie, wo bin ich? Wo du gerade bist? Zu Hause. Und warum bist du nicht hier? Weiß nicht. Voll. Das ist unser Quotenmitteiler. Für dich ist das Video gleich. Ey, du bist Dennis, nicht hier. Alte Socke. Ja. Warum moderierst du eigentlich nicht mehr diese Sendung hier? Warum müssen wir hier jeden verschissenen Dienstag herkommen und den Scheiß und dich hier vertreten, weil du mit deinem fetten Arsch nicht aus der Bude kommst? Das ist das Rotationsprinzip von Lars irgendwie. Jeder muss mal dran glauben. Ach so. Also, wir werden jetzt überall, weißt du, wie oft ich angesprochen worden bin auf dieser Sendung letztes Mal? Drum auch die Frisurveränderung, oder wie? Ja. Ich wollte nicht mehr aussehen wie Harald. Er will eine gewisse Ähnlichkeit mit dir herstellen. Genau, außerdem wollte ich nicht mehr aussehen wie Harald Schmidt. Wenn der nochmal auf der Typ dann. Harald Schmidt? Ich werde seit in meiner Videothek ständig auf Harald Schmidt angesprochen. Hä? Ja, vergiss, das ist okay. Wir lassen das Thema, gut? Ja. Gut, Dennis, du darfst das nächste Video ansagen für uns. Ja, das nächste Video ist. Video des Monats. Das nächste Video ist natürlich für alle Trommelteiler auf dieser Welt. Metal War! Genau. Jawohl! Tschüss! Und tschüss! What others may want.
then I'll have no home. So for now, wave goodbye. Leave your hands held high. Hear this song of courage. Long into the night. So for now. Ja, das war unser Video des Monats, der Woche, des Monats, ja. Ich denke, der Woche. Ich muss mich bei Jessica entschuldigen. das war keine Anmache, ich wollte wirklich wissen, ob du das Rosetten erkennst. Also, es gibt hier Männer, die kennen das, deswegen muss man hier nicht aufregen. Wenn du die Sendung öfter siehst, dann weißt du das. Genau, aber... Bitte ruf nochmal an, Jessica. Bitte ruf an. Oh, bitte. Bitte ruf an. Wir haben hier einen Anrufer. Wer? Hallihallo, hier ist Pascal. Cool. Hi, Pascal. Ich hatte eigentlich nur mal eine Frage an euch. Na, dann frag doch. Wer war eigentlich inkompetent genug, euch ins Studio zu lassen? Warum fragst du das uns? Der offene Kanal. Da guckt doch mal bei verantwortlich. Genau. Die müssen echt merkwürdig drauf sein, die Typen, sonst hätten sie euch echt nicht reingelassen. Wenn du die Sendung vorher gesehen hättest, wir sind cool. Das Original UKB macht. Okay, damit ihr es mal nicht solche Leute anrufen könnt, ich gebe euch mal die Telefonnummer durch. Das ist 464, dann 00516 und jetzt mal andere Anrufer, okay? Kein Pascal, kein Rosetteneck, kein Peter, Weltraum-Peter. Nico, wie geht's? Hallo Nico. Na? Du warst doch schon mal dran, Nico. Ich grüße alle, die ich kenne, meine Cousins, alle. Alle, die ich kenne, ist doch nicht schnell. Ey, ruf bei Fritz an, okay? Entschuldigung, das durfte ich jetzt nicht sagen. Beim OKB soll's sein, ja? Radio. Ja, hallo, hier ist Mirko. Hallo, Mirko. Sag mal, kennst du mich noch? Du in der Mitte. Ich war letztens, nein, genau der da gerade zeigt. Ich? Ja, genau. Hallo, Mirko, ich war letztens bei dir in der Videothek und hab mit dir gequatscht, kannst du dich erinnern? So ein, ich bin ein Typ so mit dunkelbraunen Haaren. Ach, du hast dich für Harald Schmidt gehalten, wa? Ja, genau.
Ich wollte sagen, da ist was dran. Jetzt ohne Witz. Okay. Also so ein bisschen so von Weitem mit den Augen so und die Brille. Ich meine, von den Anzügen nicht ganz so, ist ja nicht so schick, aber meine, ansonsten ja, stimmt es schon. Also ich würde mich mal vielleicht bei so einer Double-Agentur melden. Soll ich etwas dazu sagen? Ja, muss ich dazu was sagen? Ja, also eigentlich bin ich auch Harald Schmidt. Ja, oh, das ist hier ziehe ich meine kreativen Ideen raus für die Sendung, die ich abends immer mache. Ah ja, na dann erzähl doch mal einen Witz, den du gestern gebracht hast. Wollen wir nicht mal testen? Ich habe mich gestern nicht geguckt, ehrlich gesagt. Ja, das ist ein Problem. War ich gestern gar nicht dran? Nee, Montag ist nie Harald Schmidt. Stimmt, Montag ist nie Harald Schmidt. Ich wollte mal sehen, ob du aufpasst. Okay, und woher soll ich dich jetzt kennen? Na, ich habe dich letztens angehauen, da in der Videothek. Aha. Ich habe mir gerade das Rosetten-Eck ausgeliehen. Und okay. Kriegt meine Mutter Teil 3 wahrscheinlich. So, ich jetzt erstmal Konzert ankündigen. Nein, das Konzert ankündigen machen wir danach. Das ist nicht groß. Okay. Besonders. Helge möchte sein Konzert ankündigen. Bitte. Ja. Helge. Ich kündige jetzt mein Konzert an. Das ist mal was Außergewöhnliches. Das findet nämlich auf einem Dampfer statt. Dieser fährt los in Tangermünde und spielen tun. Wo zur Hölle ist Tangermünde? Ich meine, wir das ist irgendwo an der Elbe. Zwischen Brandenburg und Stendal. Also. Ja, da. Zwischen Brandenburg und Stendal an der Elbe. Fährt ein Dampfer los, auf diesem Dampfer spielen dann Self-Conquest, Enfold und Lin. Und das Ganze findet statt am Samstag, den 27.03. Und ich denke, es lohnt sich, es wird bestimmt. Danach haben wir noch, davor haben wir noch. Wenn wir jetzt aber beim nächsten Mal. Ja, na, das ist aber eine längere Fahrt, da muss ich ein Auto organisieren. Achso, okay. Ihr wisst Bescheid. Ja, wir machen noch Konzertankündigungen. Leute, wir sind keine chaotische Sendung hier. Nicht, das sieht vielleicht so aus, aber trotzdem, wer ist denn da dran? Ja, hallo, hier ist der Nico nochmal. Nein! Hallo, hallo Nico. Keine Cousins. Also haben wir jetzt mal. Ja. Jessica? Spielen wir das nächste Video? Oder nehmen wir doch. Pennywise singen, das kann lass, ich nicht. Ja, lass uns Pennywise singen. Wer ist denn erstmal dran? Oh, ja, hier ist der Mischa. Der Mischa? Was mischst du denn so? Manowar, wa? Ja, Mann. Ja. War das mit Manowar? Ey, kennt ihr Band Nachtschatten? Was? Band Nachtschatten? Nee. Die ist ja hier zu kaufen, Mann. Das ist richtig geil. Wo gibt's die zu kaufen? Bei Medimarkt. Das war Werbung. Ey, wer hat doch Medimarkt gesagt? Es gibt außerdem noch den Promarkt, Saturn Hunter, Vom, Cortex und noch eine ganze Menge anderer Plattenläden, die ich nicht so kenne. Aber Medimarkt gesagt, das heißt ja Medimarkt. Medimarkt ist viel besser. Okay, ja. Ihr seid feige auch noch. Außer mal das Thema Basketball und nicht Klappen von Nachtgewächs. Ja? Okay, wir machen das nächste Video, glaube ich. Das ist ja schon ziemlich albern. Jetzt kommt Hands Tight. Hands Tight haben letzten Sommer. Ja? Nein, Hands Tight. Hands Tight. Kommt erstmal ein Video. Na, ey, Lars, wenn du dich nicht an den Ablauf richten kannst, dann musst du gehen. Du blamierst uns hier. Wollte nicht. Mann, ey. Ja, Paul, wir streiken am besten. Wir reden jetzt gar nicht mehr. Okay. Ich sag nur ein Wort. Beatsteaks. Paul, ich hab's gelesen. Ja, mein Stift ruft an. Paul. Beatsteaks. Bleib mal kurz drin, ja? Wer ist denn da? We'll be right back.
war ganz Ey, yo, nett. Mann, das war die perfekt coolen Beatsteaks. Eigentlich wollten wir eine Verlosung machen. Und da sollten die Leute raten, was der Titel von dem Lied war. Die Bilder, nein, das machen wir nächste Mal, wenn irgendwie. Leider kriegt Lars jetzt das, weil Lars hat es eingeblendet und wusste es als erstes, deswegen könnt ihr leider nicht mehr gewinnen. Und das ist. Das bringen wir jetzt nächsten Anrufer. Hallo, Sean. Ja, hallo. Also, erstmal will ich sagen, coole Sendung habt ihr da. Jawohl. Ja, und die gute Fahne natürlich, das ist meine Heimatflagge übrigens. Eine Fahne haben wir auch alle, ja. Dann kannst du aber gern Basketball spielen, wenn du Engländer bist. Thema Basketball, nein, ich weiß nicht. Also, erstens ist das nicht so Main Sport. Cool. Aber ich finde, das sind überbezahlte Millionäre. Und, verdienst du zu viel Geld, Michael? Die Millionen sind eigentlich ganz abblasen. Michael, das ist echt scheiße, was zu da machen, auf jeden Fall. Und außerdem eine Frage habe ich, wann habt ihr denn eigentlich immer so eure Sendung? Alle zwei Wochen, so. Alle zwei Wochen, ja? Und immer so um die Zeit, oder was? Ja, am 22. Dienstag. Die nächste Sendung ist am 16. Am 16. März. Das ist cool, also ich will... Sag euch nur, macht weiter so, wa? Und ich grüße Jan Charlottenburg und Spandau, wa? Alles und klar, euch natürlich. Cool, der Anruf war mal, das war mal wieder ein richtig geiler Anruf. Echt, endlich mal, dass er wirklich nette Sachen gesagt hat. Bis demnächst. Nee, war okay. Ich fand's wirklich gut. Das war der Anruf, genau. Und Paul, ja, du bist ein Versager. Ruf an, du Sack. Boah, hier kommen wir Privatanrufe, gehen hier, wenn ich in der Hallo, Sendung. Hier ist der Teschi. Oh, hallo Teschi. Sagt mal, ja, ich hab eben schon mal angerufen. Sag mal, macht ihr die Sendung zum ersten Mal? Nein, zum zweiten Mal. Sag mal, Teschi, weißt du, wer ich bin? Nee, wer denn? John? Ja. Michael John. Ah, geil. Das bin ich. Nicht mal zu sehen. Ah, ich wollte was sagen, und zwar zu dem mit der Gitarre da unten in der Ecke. Ja, oder? Wenn er da mal die Batterien bitte aus, damit zu dem, der guckt total namenslos. Ja, mir macht das doch wirklich ja keinen Spaß so richtig, weil... Kennst du diese Batterien, letztes die mal, mit diesem Kupferkopf, die hat er nicht drin. Ja. Sorry. Also letztes Mal, fand ich, hast du letztes Mal geschaut, nee, wa? Nee. Ja, aber war Lust, ja, ich weiß nicht, heute ist die Luft so ein bisschen raus. Und ey, er macht seine eigene Sendung hier selber nicht. Ich darf auch nicht mehr singen, die haben alle gesagt, das klingt scheiße, ich kann nicht aber singen. Aber macht er die Sendung noch öfters oder soll es dabei jetzt bleiben? Es bleibt dabei. Am 16. März, haben wir gerade gesagt, guckst du die Sendung eigentlich? Oder? Ich schalte ab und zu hin und her, weil die Videos sind ein bisschen bescheuert, aber Jordan ist toll. Tschüss. Okay, Jordan ist toll. Danke, Teschi. Ein netter Anruf. Danke, Teschi. Wir einen Anruf, wenn nur so. Ja. Hallo. Ja, hallo? Ich bin nicht drin, sag halt. Nee, ich wollte mal fragen, was das Thema ist. Dann bist du noch nicht lange dabei, oder? Nee, nee, ich telefoniere seit einer Dreiviertelstunde aus der Telefonzelle, aber ich. Ja. Basketball ist das Thema, das oder? Die englische Nationalflagge. Das siehst du uns ja gar nicht. Karneval? Der Union Jack oder Basketball, eins von denen. Na, Karneval hat man schon oft im Fernsehen, also dann lieber das andere. Karneval hat keiner gesagt. Karneval, nee, Basketball. Ah, Basketball? Ja. Achso. Nee, fast das Gleiche. Ich dachte jetzt, Karneval wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Aber ja, zum Karneval. Wir sind nicht die ARD. Na gut. Nee, war schön mit euch zu sprechen. Darf ich noch jemanden grüßen? Ja, nein. Wir sind nicht nett. Der vorhin hat immerhin geschleimt. Der durfte grüßen. Singst du jetzt erst was oder nicht noch einen Anrufer rein? Nee, mach mal. Okay. Ja? Freunde, wie geht's? Gut. Gut, danke. Selbst? Ja, sauber. Kann ich klagen. Und? Belau, bist du das? Nee, Belau ist nicht hier. Ah. Aber ihr habt gute Videos. Ach, ey, die Kassierer sind ja Weltklasse, echt. Findest du? Ich finde die eher nicht so geil. Oh, sag mal was zum Thema. Ja, Frauen beim Basketball sind cool. Was? Frauen beim Basketball finde ich geil, wenn die so Korbleger machen. Ja, ist das nicht ein Dunking? Ey, du musst es scharf stellen, da. Scharf stellen. Dafür ist so ein Hebel da. Mann, wir haben Techniker hier. Das ist unser Live-Act. Los. Helge Schneider ist unser Live-Act. Natürlich, da ist was zu tun. Robert, wer ist da? Okay. Nachtschatten! Was? Das war unser Death-Metaller. Wir machen jetzt aber Robert von Jordan. Ich bin der Tim. Das war eben ganz toll. Tim? Hallo Tim. Ja. Hallo Tim. Und? Ja. Was soll ich jetzt was zu Basketball sagen? Oh Mann, ey. Ja, solche Leute, die nicht, ich meine, die fühlen echt nicht zur Dynamik dieser Sendung dabei. Ja? Ja, hallo. Ja? Basketballthema heute? Ja. Ja, gut. Also, ich würde erstmal was sagen zu Michael Jordan. Das bin ich, ja. Ja, das ist ja wohl klar, also. Das wissen ja alle. Gut. Ja, ist wirklich Michael Jordan. Das hätten wir nicht eingeladen. Ich auch? Hä? Kriegst du Eintrittskarten oder was?
Ja, klar, alles. Ja, ach, ehrlich jetzt? Ich bin der Nico und grüße meinen Cousin Daniel, der ist gerade auch vom Fernsehen. Oh, nein, nicht schon wieder Nico. Eintrittskarten zu der Sendung gibt es übrigens zum Preis von 15 D-Mark direkt bei Offener Kanal Berlin. Mosch TV, Wolterstraße 5, 13355 Berlin. Aber ihr müsst dazu auch ein Bild einschicken. Vielleicht gibt es ja noch einen freien Eintritt mal. Kannst du mal deinen Ausweis rausholen, Michael? Ja, mein Ausweis hole ich nicht raus. Komm, Michael, hol mal. Ja? Ja, grüß euch, schön, supi, schönen guten Abend, hallöchen. Supi, ja. Hallo. Ja, euer Sound ist ja echt auf jeden Fall super geil. So, passt das eigentlich so, der Sound eigentlich so zum Basketball? Wenn ich so irgendwie mit den Ohren? Doch, Michael, auch, guck an, Michael Jordan hat Atari Teenage. Ey, Atari Triad. Der ist aus Chicago, Alter. Aha, passt ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und wie sieht's aus so nach dem Basketballspiel? Was macht er da? Trinkt er so ein Bier oder? Na, jetzt spielst du halt Golf und so. Achso, du meinst jetzt generell? Ja, oder pumpt euch da an, oder? Fieke nach dem Basketball. Das darf man hier nicht sagen. Das ist, Fieke darf man nicht wieso sagen. Machst du jetzt das Licht an? Das ist nicht gut. Unsere Techniker sind hier nicht so schlecht, nicht so gut. Wie bitte? Vergiss das einfach. Was wolltest du sagen? Ja. Ja. Nee, und sonst so Analverkehr und so steht da drauf, ja? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, dann viel Spaß noch. Danke. Danke, dir auch. Der hat ein unschlichtiges Wort in den Mund genommen. Ja. Oh, Wahnsinn, ich bin durchgekommen. Hurra! Yeah! Super! Bravo! Wer ist denn da? Der Paul, nicht der Paul. Paul. Also ich muss mal sagen, die Flagge ist scheiße. Ja, dann schick ein Bild ein. Ey, Paul, nimmst du auf, sag mal? Nö, warum sollte ich? Lass ihn mal. Schick ein Bild ein. Häng mal lieber die ÖTV-Flagge auf oder so. Die ÖTV-Flagge? Ist aktueller, besser. Wir sind alle nicht in der ÖTV, wir sind im DGB. Wir haben ja noch eine Strumpfhose, die verlosen wir übrigens nachher noch. Genau, wir verlosen eine Strumpfhose. Paul, ruf mal nochmal an. Das ist von Helges Mutter, aber das darf ich glaube ich jetzt nicht sagen, oder? Es gibt bestimmt Error zu Hause. Scheiße. Lass uns einfach ein Video machen. Wir lassen ein Video machen. Hallo, ich bin's nochmal, Jessica. Hallo Jessica. Thank you.
keine professionellen Arbeitsbedingungen. Man kann ja nicht mal das Video richtig ankündigen. Lars, du als verantwortlicher Techniker. Bist gefeuert. Spielt jetzt gefeuert. Deswegen jetzt Jessica! Ja, hallo! Hallo Jessica! Hallo. Unsere zweite weibliche Hörerin. Nein, ja. Das ist noch die erste. Nein, wir haben noch eine andere. Wir haben ja noch eine andere. Ja, hallo Jessica. So. Hi, wie geht's? Ja, ja, ganz gut. Entschuldigung mit dem Rosetteneck, das hast du offensichtlich falsch verstanden. Nee, ich habe vorhin einfach aufgelegt, weil ich dachte, die Sendung wäre jetzt schon zu Ende. Nee, wir haben noch genau 7 Minuten. War auf einmal Video drin, ich so, ja, was ist jetzt los? Weil ich habe das erste Mal bei euch reingeschaltet. Ich hoffe, dir gefällt. Ich gar nicht, was Plan war. Ja, das wissen wir auch nicht. Das sieht man ja. Genau, es gibt keinen Plan. Doch, es gibt einen Plan. Hier ist er. Genau. Das ist der Plan, aber da hält sich keiner dran. Guten Morgen, Wedding drauf. Genau. Jessica, was wolltest du denn sagen? Ich wollte sagen, dass ich Basketball voll cool finde, dass ich selber auch gerne Basketball spiele und bla 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 und so. Ja. Wo spielst du denn, Jessica? Wo ich spiele? Ja, so auf verschiedenen Plätzen. Und du wärst gern Groupie von Michael Jordan. Hättest du gern wahrscheinlich. Ja, naja. Dennis Rodman ist cooler. Musiker haben immer Groupies. Ach verdammt. Aber nicht die drei Flaschen Plastiktüte. Wir haben Groupies. Ja, gut. Ja. Fließt ja noch nicht gerade aus dir raus. Ja. Das mach ich nicht. Ich sollte, um das Thema zu wechseln, wir wollten heute ein Kid Holiday Video zeigen. Hier ist es. Ey, der war grottenschlecht. Schön, ja. Jessica. Wann spielen eigentlich Kid Holiday? Ich sollte das doch irgendwie sagen. Hallo? Helge. Ja, hi. Hi. Ich bin mal der Sven. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich finde eure Sendung echt super irgendwie und ihr seid doch alle voll cool drauf irgendwie. Ja. Das wusste ich, gucke auch zum ersten Mal so zu. Ja. Ja, und dann wollte ich doch schnell mal meine Ex-Freundin Anja grüßen und ihr sagen, dass ich es ein bisschen scheiße finde, dass sie jetzt mit meinem besten Kumpel Alex zusammen ist. Ciao. Ey, wie das kam denn das überhaupt? Ich hab mich doch mal interessiert. Darf ich jetzt trotzdem sagen, dass das Kid Holiday also ich bin ist? Ja auch, ey, du musst da schon scharf stellen. Ich bin ja nur auch mal für persönliche Schicksale immer sehr zu haben, irgendwie. Ja, ich auch. Ich möchte aber nicht gerne alleine gezeigt werden. Ich weiß nicht, ich hab dich aufgehängt. Ich sehe nicht aus wie Harald Schmidt. Bist gleich dran. Können wir bitte... Kid Holiday spielt übrigens am 2. März, sollte ich sagen. Außerdem ist am 20. Februar Dropkick Murphys, am 19. Februar spielen Propane, im Glashaus. Am 11. März, ganz wichtig, die Duvals im Stadthaus Böckler Park ist eine ganz coole Punkband wie Leatherface, ist auch fast Ex-Mitglieder von Leatherface. Ich kenne nur Leatherface. Was haben wir denn noch für Konzerte? Am 16.04. spielen No Chance in der Linde. Der 16.04. ist echt noch scheiße lange hin. Noch mehr Konzerte, Lars? Noch ein Konzert, da hast du doch mal sogar ein Video. Sick of It All, da haben wir kein Video zu. Wann spielen die? Fluchtweg. Ja, Sick of It All spielen am 7. März. Die haben immer noch einen Anruf an. Ja, genau. Und der hat das Wagen. Jetzt den Anruf jetzt weg. Wir haben am 20. Februar spielen Fluchtweg im Dragstore für umsonst. Okay. Mit viel Saufen, weil es ist irgendwie Benefits wieder mal. Genau, und hier ist das Kid Holiday Video. Stimmt's doch nicht, oder? Stimmt, da steht ein Blendewort drauf. Scheiße. Fluchtweg, Berliner Luft heißt das Lied. Umsonst Konzert, an wann war das nochmal? Na, am Samstag, wenn man nicht zu Dropkick Murphys gehen will. Genau, dann geht schon Tschüss oder? Nee, naja, doch, ich glaube, wir sagen 3 Minuten noch. Wir bringen noch ein bisschen die Zeit um die Ecke, nehmen noch einen Hörer auf. Und dann genau, du bist der letzte Frage. Hörer. Ja, Abend. Ich wollte mal fragen, was der Union Jack überhaupt soll. Hat der irgendeinen tieferen Sinn? Letztes Mal hatten wir einen Klamottenständer, einen Kleiderständer, irgendwie jedenfalls sowas hatten wir da stehen. Das fanden die Leute scheiße. Und wir wollten cool haben. Oder? Insofern. Aber der Union Jack ist auch nicht viel besser. Ja gut, du kannst eine Zeichnung. Schick uns eine Zeichnung von deiner Mama, deiner Lieblingsband oder von irgendeinem Lieblingstier oder von sowas. Dir selbst. Von dir selbst. Warum hat da kein Bild von Michael Jordan aufgehängt? Das würde zum Thema passen. Das frage ich mich allerdings auch. Weil da irgendjemand nicht dran gedacht hat. Ah ja. Jedenfalls, hier. Kann ich es wieder normal gucken? Gut. Du machst ja auch keine bessere Witze. Könnt ihr die Bilder schicken? An MotschTV. Offener Kanal Berlin. Oder an die E-Mail-Adresse, das geht übrigens auch. Okay. Heute mir sagen lassen. Ein Bild schicken an die E-Mail, ist ja geil. Die E-Mail-Adresse, wie heißt die? MotschTV@hotmail.com. Habt ihr auch eine Homepage? Nee. Nee, da musste man bei E-Mail. Bei den anderen da reingucken. Schluss aus. Die ja, das letzte Video. Wir sagen Tschüss. Okay, jetzt kommt Fluchtig und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal am 16. März. Bis zum nächsten Mal. Ihr wart wieder cool. Danke. Wir waren wieder verdammt scheiße cool. Aber es macht nichts. Macht's gut. Okay, tschüss. Und für 4 Euro Schnee.
genannt, wenn dir die Stalin der Lehre hat. Denn ich war durch, die Lunge zählt, ich brauch kein Alk, kein Sog, kein Spiel. Ja, das ist die Berliner Luft, ja, das ist die Berliner Luft, das ist ja so ein feiner Luft. Das ist die Berliner Luft. Vor der Spree, direkt dagegen, und sich die Gelder leise drehen. Ein schneller Kick im Mückendreck, und alle sind wir ganz weit weg.